Robert Landinger, von allen einfach Landi genannt, ist ein Münchner Original. Der 43-Jährige ist nicht nur Musiker, sondern designt auch Röcke für Männer. Auf die Idee bin ich gekommen, weil ich irgendwann keine Hose mehr gefunden habe, die mir gefallen hat. Und da war gerade Mitte, Ende der 90er der Trend, den auch Gautier schon in den 80ern eingeläutet hat, Herrenröcke. Fand ich interessant, habe mir dann auch Röcke gekauft. Die haben nur leider nie wirklich gut gepasst. Und dann hat mir meine Frau einen gemacht. Sie fand sexy. Wenn du was von Hand fertigst, wie wir es machen, auf Kundenwunsch, Mensch, könnte da noch eine Tasche hin, kann man da noch ein paar Gürtelschlaufen dazu machen, dann wird es individueller und das gibt's halt nicht mehr von der Stange. Mit seiner Frau Doreen verkauft er die Röcke über ihre Internetseite oder vor Ort im Atelier. Jeder Rock wird nach Maß auf Bestellung angefertigt. Die Röcke gibt es in verschiedenen Stoffen und unterschiedlichen Längen. Egal ob Leder- oder Trachtenrock, hier findet man alles, was das Männerherz begehrt. Die Frage ist immer, wo unterscheidet sich denn Herrenrock vom Mädelsrock oder vom Damenrock? Es ist Schnitt, es ist Material. Ein Herrenrock muss praktisch sein. So das klassische Tütü und irgendwo dieses plissierte Ding, das ist ja für einen Mann eine Katastrophe. Mich hat mal ein Brautpaar gesucht, 2 Jahre lang. Den Typen mit Glatze und mit Rock und irgendjemand sagt, ja, sag's doch gleich, dass du einen Landi suchst. Landi ist leidenschaftlicher Musiker. Auf Hochzeiten oder Festen spielt er entweder solo oder mit seiner Punkrock-Band Ramonas. Gerade durch seinen ungewöhnlichen Kleidungsstil bleibt er den Leuten gut im Gedächtnis.